Die Bundesregierung gönnt sich für über 500.000 Euro Flüge zur Europameisterschaft. Wir haben eine Haushaltsknappheit und hier wird Steuerverschwendung im größten Maße betrieben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin Anwalt und und Sozialrechtler mit Leib und Seele. Und wenn ich so etwas höre und sehe, was ich hier gerade aufgemacht habe vom ZDF heute, vom 23.07.2024, da könnte es mir nur noch übel werden. Meine Damen und Herren, da kriege ich wirklich so einen Hals. Wir haben Haushaltsverhandlungen gehabt. Bürgergeldkürzung, Rentenzuschüsse werden gekürzt, es wird an allen Ecken und Enden gekürzt, aber die Herrschaften von der Politik gönnen sich wieder einmal die teuersten Reisen. Es genügt ja nicht, dass unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sich teure Frisuren gönnt. Nein, meine Damen und Herren, 6 Flugreisen und davon die teuerste weit über 100.000 Euro zur EM. Auch eine Ehrenkarte für die Ehefrau des Kanzlers sorgt hier für massive Kritik. Sie müssen sich das mal vorstellen: 500.000 Euro. Wenn wir 500.000 Euro genommen hätten und hätten die für Eintrittskarten, für Bedürftige und für arme Menschen ausgegeben, die sich auch mal gerne ein EM-Spiel hätten angeguckt. Meine Damen und Herren, das wäre doch mal was gewesen. Aber nein, da kommen halt eben ein paar Leute, die natürlich was Besseres sind, das ist doch völlig klar. Ja, und die haben auch das Recht dazu, die dürfen das, weil sie die Großkopforten sind da oben in Berlin und die dürfen selbstverständlich sich über eine halbe Million Euro hier die Flüge leisten. Es gibt überhaupt gar keine Begründung dafür. Auch ein Bundeskanzler hätte sich in den Zug setzen können oder aber in sein gepanzertes Auto und wäre von Berlin nach München oder nach Frankfurt gefahren. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber nein, der Bundeskanzler, Herr Lauterbach, Frau Faeser, auch Frau Baerbock durften natürlich die Flugbereitschaft der Bundeswehr nutzen und durften dann hier auf Steuerzahlerkosten mit viel, viel Geld diese Flüge buchen und auch dann diese Flüge benutzen. Also ich finde, meine Damen und Herren, ein Riesenskandal. Ich finde es eine absolute Frechheit. Uns mutet man in Deutschland Kürzungen zu. Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger werden stigmatisiert, werden als faule Menschen bezeichnet. Aber diese Herrschaften in Berlin, vor allen Dingen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich ja, ich glaube, am 25. oder am 24.07. hingestellt hat und hat gesagt, ja, er will ja gewählt werden, aber nur aus dem Grund, oder er stellt sich der Wahl als Bundeskanzler nächstes Jahr, denn er will ja wieder Bundeskanzler werden. Um Gottes Himmels Willen, meine Damen und Herren, bloß nicht diesen Scholz als Bundeskanzler. Das wäre wirklich die schlechteste Wahl. Ich finde auch, um mit den Worten von Donald Trump, das aber wirklich nur in der Leitfassung zu sagen, wir haben mit Olaf Scholz den wirklich schlechtesten Bundeskanzler, den wir jemals in Deutschland hatten. Und das bestätigt sich auch hier, meine Damen und Herren. Ich finde es ein Skandal und eine Frechheit. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Staatsanwalt, der das jetzt hier hört und sieht von mir, vielleicht mal zum Anlass nimmt und hier diese ganzen Dinge mal strafrechtlich prüfen lässt, ob das nämlich hier nicht möglicherweise eine Art Straftatbestand ist, den die Herrschaften von der Regierung begangen haben. Ich finde es schlicht und ergreifend ein Skandal, eine Maßlosigkeit, sondersgleichen. Und Sie merken es schon, ich höre gar nicht auf, mich darüber aufzuregen, aber ich muss jetzt leider Schluss machen. Normalerweise ist das eigentlich nichts, über was ich mich überhaupt ereifern könnte. Aber das, meine Damen und Herren, in Zeichen unseres knappen Haushaltes, Bundeshaushaltes, es wird überall gespart, Steuern gehen nach unten, ist das schon eine richtig dicke Frechheit. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder Sie googeln einfach bitte mal oder Sie gehen auf ZDF heute, da finden Sie auch Informationen zu diesem Thema. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.